Wie ihr wahrscheinlich in meinen Stories und Tweet gesehen habt, ist das passiert leider. Ich bin nachts hingefallen oder ausgerutscht am Pool, bin auf meine Fresse gefallen. Zum Glück nur das, was jetzt passiert ist, für uns hätte so schlimm enden können. Auf jeden Fall wurde ich bewusstlos nach dem Aufprall. Bin aufgewacht, habe eine Panikattacke bekommen, weil alles wehgetan hat und kam 2 Stunden lang nicht klar und jetzt bin ich zum Glück hier. Meine Lippe hängt irgendwo runter, hier, keine Ahnung. Meine Lippe ist komplett im Arsch, da habe ich durchgebissen, unten kam Wasser raus, wenn ich getrunken habe und sowas. Und die schlabbert auch ganz schön rum und hier mein Gesicht habe ich ein paar Stellen. Ja, das ist okay, Digga. Hauptsache mir geht's wieder okay. Also deswegen kommen jetzt erstmal keine Vlogs, ich chill meine Eier. Mit Fräulein ist super Urlaub, ne? Ja. Und muss ich mit seiner Freundin kommen. Oder zum Chillen, so wie wir. Also ich glaube, wenn du eine Freundin hast, ist glaube ich sowas das ist perfekte Ort. Ja. Wir sind gerade auf dieser anderen Seite von... Oh, wer ist das hier? Marina. Marina Village. Marina. Und ich habe Leute die Maske an, damit wegen Corona und so langsam so ein bisschen Husten gespürt und deswegen habe ich mir lieber die Maske aufgesetzt. Ja, ich fühle mich wie Prinz Zuko. So, nächster Tag. Wir sitzen gerade hier zusammen. Mein Auge ist angeschwollen, ein bisschen. Meine Lippe wird auch dicker. Nice. Hier hängt alles raus. Und es sieht nicht so gut aus. Die Ärzte haben halt nichts gemacht, beziehungsweise nichts gesagt. So, ich soll mit Wasser meinen Mund spülen. Danke. Es muss genäht werden vielleicht, meine Lippe. Und ich soll mit Wasser gurgeln, Salzwasser und... Das war's einfach. Nein, die haben noch was gesagt. Was haben die mir gesagt? Mit Salzwasser gurgeln und... Das ist das Einzige, was du mir gesagt hattest. Nice, danke. Ja, habe ich gemacht, aber es wird schlimmer, stopp. So, wir haben für heute leider keinen Rückflug bekommen. Ich habe jetzt so gemacht, weil, ich weiß nicht, ob ich das zeigen darf. Wir haben für heute leider keinen Rückflug mehr bekommen, weil mein Auge halt ein bisschen angeschwollen ist. Wollten wir heute lieber fliegen, weil ich Angst habe, dass es richtig fett wird. Wir fliegen jetzt morgen, habe Flüge gebucht. Flüge, Digga, ich bin ehrlich, sehr teuer, aber... Hauptsache, ich komme nach Hause, so schnell wie es geht. Wir fliegen dann einen Tag früher ab als geplant und sowas, aber ist dann nicht so schlimm. Ich denke mal, da geht das auf jeden Fall vor und ich muss wirklich so schnell wie möglich meine Lippe nähen lassen oder tackern lassen und gucken, dass sich das hier nicht entzündet, mein Auge. Achso, ja, und wie gesagt, es war ja eigentlich geplant, dass wir nach Nassau noch woanders hingehen, also nach New York oder Orlando oder so, aber das machen wir dann natürlich auch nicht. Tut mir leid für die Jungs, aber ich kann nicht. Und die helfen mir alle ganz tolle. Ich gehe jetzt für Kinderfuck, was ist das? Ihr Kenner? Hm? Was ist das? Geh mal hin. Ja, meine Freunde. Für dich? Kuschelst du da drin? Ich bin gerade auf meinem Bett. Ja. Also, einer sagt, es ist peinlich. Wieso dann? Mit dem Ding? Das Ding? Ja. Ach, mit dem. Leute, also auf den, die eine Freundin haben, werden sowieso verstehen. Leute, ja? Verstehen. Für die anderen, ich glaube, die Großteil wird es süß. Okay. Ein bisschen die Stimmung aufzulockern und so, meinte ich jetzt in die Gruppe, lass Basketball spielen gehen, ich setze mich dann halt dahin oder so, guck mal was geht. Dann gehen wir schwimmen, ich kann aber noch rutschen, weil die letzten oder seitdem es passiert ist, haben wir gefühlt gar nichts mehr gemacht. Weil ich halt nicht kann und ja, ich ziehe so die Dynamik runter, merke ich. Deswegen habe ich gesagt, hey, wollen wir ballen gehen, Leute, ballen. Hattest du irgendwann Angst, dass ich sterbe gestern? Mies. Ja? Ich hatte auch Angst, dass ich selber sterbe, ne? Die erste Minute, also die 40 Sekunden, bis du wieder zu dir gekommen bist, war sehr, sehr hart, bin ich ehrlich. Ja. Vor allem, ich war der Erste, der bei dir war, weil ich hinter dir gelaufen bin. Dann habe ich halt deine Augen gesehen und wirklich komplett regungslos und ich musste dich erstmal... Ich kann mir das gar nicht anhören, ne? Soll ich zeigen, wie du Nein. Bist? Nein. Ich bin ganz schön. So, war schon hart. Ja. Auf jeden Fall, Dankeschön an die Jungs. Ich glaube, ohne die wäre ich wahrscheinlich tot, ja. Also, wenn du alleine gewesen wärst, ohne Hilfe. Man musste ja auch gucken, also haben wir gar nicht gesagt, aber man musste gucken, dass du deine Zunge nicht verschluckst und so. Mhm. Die Jungs haben echt so gut wie es ging geholfen, also so gut wie es selber. War natürlich auch für die ein Schock und Panik und bla bla bla. Aber wir sind froh, dass es jetzt vorbei ist, Digga. Wir gehen jetzt Basketball spielen. Zur Story, wie es passiert ist. Wir waren im Pool, wie man mich kennt, bin ich rumgerannt, bin ausgerutscht, auf meine Fresse gefallen. Okay, schön und gut. Dann war ich bewusstlos, anscheinend, wie lange? 30 Sekunden. Das waren die längsten 30 Sekunden meines Lebens. Ich weiß davon nichts. Das waren die panischsten 30 Sekunden, meinst du? Also ich dachte, den 30 Sekunden, der stirbt. Ist nicht schlimm. Ich meine, meine Augen waren so oben. Ja, also ich hab, Undertaker-mäßig. Ja, Undertaker-mäßig. Cool. Und ich hab so nix cool. Das heißt, ich bin cool. Das heißt, ich bin ein Dämon. Bisschen? Digga, ich hatte halt Angst um ihn, weil er noch seine Rippe oder und sowas hatte. Wusste ich nicht, wie ich ihn halten soll. Also stabile Seitenlage, ich wusste auch nicht, welche Seite Rippe. Ich habe einfach nur seinen Kopf hoch gemacht und nach 30 Sekunden ist er so aufgewacht. Ich sehe nur hier überall Blut. Ich sehe nur hier überall Blut, in seinem Mund läuft Blut raus. Dann bin ich wach geworden, ne?
Dann bist du wach geworden und hast du eine... Und dann, ich wach auf, zuerst, weil ich höre, Krankenwagen, und sowas. Junge, und das hat mich natürlich beruhigt und ich habe natürlich eine Panikattacke bekommen. Und dann habe ich so gesehen, dass ich überall blute und was weiß ich alles. Und das hat sich nicht gut angefühlt. Mein Gesicht hat sich jetzt nicht so nice angefühlt. Und dann? Und dann habe ich eine Panikattacke bekommen, auch noch. So ohne die Panikattacke wäre alles schön und gut. Aber das hat nochmal richtig mich zum Beispiel. Weil mich hat das in der Nacht so richtig noch gefickt. Ja, das ist ja nicht für euch schlimm, nur für mich. Ja, für dich schlimm, aber es war jetzt nicht so, es war auch nicht so eine kranke Panikattacke. Weißt du, du hingst ja nicht die ganze Zeit so, dies, das. Weißt du, wie ich meine? Nein. Für mich war es 0,0 schlimm, muss ich ehrlich sagen. Das Schlimmste war nur das diese Schlimmste 30 Sekunden. Also mit also ich schwöre, von also mir auch. Einen panischen Abend kann ich mich lange nicht mehr erinnern. Von echt mir jetzt? Auch. Digga, und das Ding ist halt, dass wir in Bahamas sind. So, man hat ja gesehen, ich wollte am nächsten Tag ins Krankenhaus gehen und sowas. Ging nicht, es geht nicht. Junge, das war wie also, du musst dir vorstellen, also nein. Du bist vor mir umgefallen, hingefallen mäßig. Digga, und ich sehe, du wirst ohnmächtig, bewusstlos. Rod schreit mich an, hol einen Krankenwagen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir sind mitten am Pool, da gibt's keinen, der uns irgendwie weiterhelfen kann. Und zwar nachts. Junge, und ich guck so alle zu Sydney und du bist dann 10 Meter gelaufen und wieder umgedreht. 10 Meter gelaufen, ich guck links, rechts, keiner steht da, was soll ich machen? Und es gab kein Wasser in der Nacht im Hotel, das weiß ich auch noch. Ich sag so, ich brauch Wasser und beruhig mich am besten. Ich hatte ja schon mal eine. Und meinten die, ja, es gibt kein Wasser, Wasser ist aus. Ich hab dir nicht geglaubt, ne? So in meinem Kopf, ich dachte, was lügen die? Naja, und dann meinten die immer so, ist nicht so schlimm, ist es nicht schlimm. Ich guck so mit meiner Zunge, ich guck so, ein Zahn fehlt und so. Ich denk so, was ist das los, Junge? Meine Lippe, sie fällt was runter. Meine Lippe muss genäht werden, alles mögliche. So lief das Pipapo ab. Auf jeden Fall haben wir jetzt früher einen Flug nach Hause gebucht, weil ich halt wirklich zum Arzt muss. Mein Auge ist auch ein bisschen dick geworden. Und ich habe keinen Bock, dass ich irgendwas infiziert oder sonst was. Und hier war ich beim Hotelarzt. Der hat mich zu einer Klinik geschickt. Die Klinik hat mich zum Krankenhaus geschickt. Und Krankenhaus meinte, ich soll mit Salzwasser googeln. Jo, danke. Hoffen wir mal, das wird wieder gut. Damn, der war clean, Rohit. Ich kann auch, schub mal ein. Nein, komm, mach. I'm not playing. I'm the cameraman. You can't do a 2v2. No, it's my 3v3. Yeah. That's all right. That doesn't do nothing. I'm here for the cam. We're not playing football. Junge, es ist so heiß, ne? Wir haben gerade ein bisschen 3v3 gezockt. Kalle auch dabei. Sid hat den Ball abgefälscht mit dem Finger. Ich soll filmen, wie er versucht zu danken. Oha, mal kurz für den Flex. Oh, das schaffst du nicht. So, wir gehen jetzt
zum Strand. Salzwasser ist ja auch, beziehungsweise Meerwasser ist gut für Wunden. Deswegen gehen Surfer, wenn irgendwas passiert, irgendeine Wunde, direkt immer ins Meer, damit es heilt. Auch bei Tattoos und sowas. Ich versuche nochmal das Beste aus dem letzten Tag zu machen und genieße nochmal, so gut es geht, den Tag. Wir haben einen neuen Strand entdeckt. Dort hinter dieser Kurve, hinter dem Ding, ist halt der andere Strand, wo wir sonst waren. Hier ist der andere. Auch wunderschön. Also weg gleich. Ha? Lass dir gut gehen. Oh, schön, Digga. Es ist so schön warm schon wieder. Der Kenner wird noch rutschen. Meine Wunde eitert. Rot sagt, das ist nicht so schlimm. No. Es ist auf jeden Fall schön hier, aber ich habe trotzdem Angst. Stell mal vor, das ist alles schön. Stell dir vor, das fällt runter und das fällt ins Wasser wie ein Stein. Nein, Digga, da passiert doch nichts. Ja, du bist der einzige Mensch, der da auf die Fresse. Weiß, guck mich an. Ja, okay, schon Kalle Wasser, sag mal. Ich kann nicht alleine wegen meiner Lippe und so, weißt du? Hm. Sie rutschen jetzt diese Rutsche mit den Haien. Ich hatte gleich mit so einem Reifen, den sie gerade holen. Die sind Haie? Junge, wie krass sieht das aus? Und hier ist gleich ein Kenner. Der mhm. Da ist er dann gleich. Ist das die Kenner? Ja. Die Kenner! Die Kenner! Das heißt Rohr wirklich? Das ist die Kenner! Das Rohr! Das Rohr! Oh ja, Rot hat sein Handy dabei. Geil. Guckt Rot vielleicht auch an. Da, wo sind die Haie? Die Haie sind weg. Da ist einer. Oh, und das war's mit denen. Sie haben, glaube ich, nicht mal einen Hai gesehen. Ach, die kommen hier. Alter. Hast du einen Hai gesehen? Nicht so gut. Also von aber jetzt sind wir die besten. Die andere Nacht, da muss man sich nicht viel anstehen. Doch, die schnelle. Nein, ich will nicht. Ich passe auf die Sache. Ich fühle mich wie Gollum, Alter. Schnell, schnell. Ja, ich sag doch, da muss man sich nicht viel anstehen. Bitte, einer muss mit mir rutschen. Oh, eine. Ja. Ist das diese Steine? Ich habe meine Schuhe noch an. Ich kriege meine Schuhe nicht aus. Warte mal. Oh, gut, das ist verrückt. Scheiße. Ist verrückt, ist so schnell. Du findest ja wenig Sachen verrückt. Wenn verrückt ist, ist verrückt, was soll ich sagen? Machst du? Ja. Aber dieses eklige Lachen von Kalle. Hat Spaß gemacht? Er wollte wieder verrückt sein. Wirklich Spaß. Wie war, sehr ehrlich? Aber das war leider nur so 6 Sekunden. Aber du kriegst keine Luft mal runterfallen. Oder? Du musst anhalten auf dem. Das ist so verrückt gewesen. Ehrlich verrückt? Digga, da oben sind nur 5-jährige Kinder. Da oben sind nur 5-jährige Kinder und ihr chillt hier. Da sind nur 5-jährige Kinder. Ich bin fast flach, Digga. Okay, ich pass auf, du gehst hoch. Nein, wir haben keine Zeit mehr. Kalle, bitte. Kalle, du musst zum Essen. Kalle, du musst zum Essen. Ja, komm. Digga, die haben, die haben schon gerufen. Die haben schon gerufen. Mach ein Experiment. Was willst du machen? Also Schuhe 3 Stunden hier stehen lassen. Und dann gucken, ob so die Vertrauens, also die, das Vertrauen von den Leuten so testen. Und gucken, ob ich nach 3 Stunden wiederkomme, ob die immer noch da sind. Das ist ja bestimmt eine gute Idee. Das ist eine Scheißidee. Ja, aber. Aber mach das mal. Ich muss ein Bild posten. Aber muss ich aber von hinten machen. Ich muss aber arbeiten auf Instagram. Ja, sorry, ist halt so. Wir gehen jetzt ins Zimmer, chillen ein bisschen, dann essen wir und gehen nochmal ins Strand. Heute wird es für mich vielleicht auch ein Walk of Shame geben. Der Walk of Shame! Der Walk of Shame! Ich hab das Gefühl, jemand wird halt reich. Getränkeautomaten. So, wir haben jetzt noch ein bisschen einkauft. Jetzt einmal so eine Wund- und Teilsalbe. Denn hier, genau, weil wir alles selber machen müssen. Man hört schon, wie ich rede, wie fett meine Lippe ist, ne? So eine sterilisierten Pads und so Alkohol, Desinfektionszeug. Und zum Schlafen Melatonin für den Flug. Soll zu schlimmern. Das ist aber nur ein Hormon. Ich überlege gerade, wie ich gleich ein Instagram-Bild mache. Ich werde so links irgendwie so sitzen. Und dann vor der Seite, dass wir nicht sehen, vielleicht am Handy chillen oder so. Machst du gut. Irgendwie so. Und dann mit coolem Hintergrund. Das ist mein Plan. Der Hurensohn-Pullover ist mir einfach zu klein. Also er ist eingegangen beim Waschen. Man darf den nicht waschen. Und ich wusste es nicht. Und das ist eigentlich XL oder L? XL. Ich hab den jetzt gekauft für einmal tragen beim Travis-Konzert. Damit er mich vielleicht recognized. Er hat mich nicht gesehen. Ich weiß nicht, Zeit. Bro, that's another question. So, ich habe mich gerade so cool gefühlt, so. Ich habe mich frisch gemacht. Ich habe sogar Parfüm drauf gemacht fürs Bild. Dann habe ich in den Spiegel geguckt und dann meinte ich, oh fuck, ich brauche eine Maske zum Rumlaufen. So wird jetzt ein ganz schweres Ding von Kalle, um mich gut abzublitzen. Ja, sorry. So, Kalle hat gerade Bilder von mir gemacht. Wie sieht man Kalle? Wir gehen jetzt kurz bei Nobu die Karte mal angucken, wie die Preise und sowas sind und was das zu essen gibt. Weil, ja, schwierig. Ja, ich will auch was Billiges zu essen und dann lieber mehr an den Strand gehen. Und hier ist Nobu, aber oh, ich dachte, ihr werft vielleicht die Karte am Eingang. Es hat keine Karte am Eingang und ich habe keinen Bock da rein zu steppen, weil sonst wird es zu teuer. Sushi, also wenn es ein Frühstück 180 Euro kostet, was kostet dann Sushi? Ich denke mal so ein Taui mindestens. Und Nobu, das gibt es halt in LA, Miami, überall halt, wo ein bisschen Stars leben und sowas. Ich hoffe einfach bis morgen. Ey, aber mein Auge ist
ist nicht mehr so dick, wie als ich aufgestanden bin. Danke. Drück mir mal die Daumen, Leute. Ich hoffe einfach, dass ich nichts infiziert oder sonst was. Sowas. Doch, vor sowas habe ich Angst. Such as eye tuna, sweet Bahamian lobster, tails and the finest cuts of HB. So, wir sind jetzt hier abends im Marina Village. Das ist hier direkt am Hafen. Und das Gute ist, es ist dunkel, das heißt, ich muss gerade meine Maske nicht tragen. Ja, aber wenn ich hier von hier aus filme, dann sieht man gar nichts hin, ne? Man hört, wenn schon der Unterschied ist. Ja, meine Lippe 10 Kilo. Wir wollten gleich wieder Burger essen gehen oder ins Steakhouse, weiß nicht. Ja, kennt ihr das von der Arschschub, Alter? Ja, warte. Yo, Bro. Ey, wie dick ist Sniff? Oh, ja, ist guck mal, Leute, wie kann man so reich sein und so eine Yacht besitzen? Hast du die W-Yacht noch da? Die W drauf? Die ist auf der anderen Seite, das ist die. Ey, Bro, nicht von der Seite. Ja, ja, stimmt, Bro. W ist Werner, dem Besitzer von der Yacht. Ehrlich, also, W. W ist Werner. Inshallah, bald auch. Yo, what's up? We're back in our crib. Er meinte, erzähl mir was so auf Deutsch, was ich Girls sagen kann. So. Ich bin Mädchen. Und dann war so, machen wir mal ein Essen-Fertig? Und ich so, ja, mach ich mal rein jetzt. Aber ist alles cool, der war cool. Yeah. Jalapenos. Käseschwer. Von der Seite geht Iska. Ja. Und? Ist alright? Yes. Jalapenos. Diese Jungs. So gut. So dünn. Geil. Ich will noch eine Sache in deinem Kopf sagen. Warum isst man viel scharf? Das macht doch gar keinen Sinn. Das nimmt den Geschmack nur weg. Schmeckt nach scharf. Ja, aber nein, scharf, das macht den Geschmack von dem Burger viel schlechter. Ja, ich esse mit Messer und Gabel. Ich kann auch so kleine Features machen. Hier. Schaut euch den an. Essen war super, ist jetzt 21 Uhr. Wohin geht's jetzt? Ich freut. So, letztes Mal. Aber wir haben heute nochmal viel gemacht. Ich dachte, ich werde zwischendurch abbrechen müssen. Ich habe ja gesagt, Basketball spielen, bla bla. Aber ging eigentlich alles ganz gut. Meine Schwellung vom Auge ist ein bisschen zurückgegangen. Und ich hoffe, durch das Antibakterium. Übrigens mit Schuhen später am Strand, damit man sich nicht verbrennt. Genau. Fand es ja heiß und so. Ich verbrenne mich so mit Liebe, ich gehe da barfuß lang. Vielleicht habe ich ja da mal vielleicht ein bisschen Glück. Ja, wir wollen ins Casino. Hallo. Kalle hat noch ein Bettbüro entdeckt. Cool, hier läuft alles einfach. Ich lass mal einfach drauf die Kamera. Digga, also ich muss eine Sache sagen. Wie kann man in der Lobby gefühlt riesen Casino-Himmel? Mir war die Sonne zu heiß. Mir war die Sonne zu heiß. Ich habe das vor dem angezündet. Ihr seht schon, Walk of Shame. Ja. Der Walk of Shame? Du auch eigentlich? Nein, nein. Ich war heute clean. Ich auch. Nur die beiden hier. Letzter Abend nochmal schön verbrannt. Aber egal, ihr seid Streamer und in welchem Monat befinden wir uns gerade? September, ja. September. Habt ihr noch was zu sagen? Damit eigentlich gute Nacht vom Vlog. Eigentlich auch gute Nacht aus Bahamas. Wir gehen jetzt aufs Zimmer, es ist jetzt 0 Uhr oder so. Morgen fliegen wir. Ich glaube, wir gucken nach morgen um 9.30 Uhr. Bei uns Bundesliga, wie cool. Hast du Bock auf Bundesliga? Wenn euch die Vlogs gefallen hat, tut mir leid, dass ein bisschen aufgehört hat jetzt. Aber lasst Leute, lasst mal, oder wir sehen uns wieder, wenn sie da ist. Du willst mich mitnehmen. Komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich weiß nur nicht raus. Ich bin dein Wingman. Check die Karte, Hände auf und was bis Tisch drehen. Mit dem Wingen kann ich mich einbauen. Oh mein Gott. Yeah.